Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3 mit unserem Kaiser Amalrich von Bayern, der ja jetzt wieder einen neuen Vorzug freischalten kann. Und das wäre die implizite Arglist, der Schreckenszuwachs pro Tyrannei plus 0,5. Gut, der ist jetzt eigentlich trotzdem eher ja gierig ist, fleißig auch und er will auch unsadistisch. Eigentlich hat das noch zu nichts gebracht. Er hat ja hier noch zwei Domänen frei, aber eins hat er natürlich auch seinem Sohn gegeben. Er muss ja auch was bekommen. Sein Erbe 9 ist er jetzt bereits. Und wir haben überall im Grunde schon angegriffen, aber hatten nirgends eine richtige Chance, das auch zu gewinnen. Wir schauen jetzt mal hier rein, ob es hier denn irgendwas gibt. Das ist der Exkommunikationskrieg. König Manfredi wird abgesetzt, aber der hat auch so viel. Aber er hat natürlich 1000 Gold, Mise. Aber er hat auch zwei Verbündete, den Typen von der Longa. Ah, das ist unser Vasall. Ja, der wird natürlich nicht teilnehmen. Der wird nicht teilnehmen. Da hat er natürlich hier schon mal weniger. Also wenn der Manfredi abgesetzt wird, hat er ja diesen Manfredi, sein Nachfolger. Das ist natürlich nichts. Da müssen wir jetzt. Das hat der Luitbert. Der hat hier überall diese Ansprüche. Wenn man jetzt nur mal Mantua sagen würde. Ja, das könnte man eigentlich schon fast machen für den Liutbert. Oder Modena, Bologna, und das ist mitten im Land drin. Was wäre das andere vom Rapoto? Padua. Ja, würde auch gehen. Ist auch direkt am Bayern dran. Aber wie gesagt, fast 40.000 Leute. Schwierig das Ganze. Also Italien fällt da auch dann einmal aus. Und was ist das hier? Dieses kleine Eck. Das wäre mal was. Monferrato. Eventuell. Wir suchen ja jetzt mal nach den Schwächsten. Das ist auch einer, der keine Bündnisse hat. Natürlich die Maria. Da wäre es natürlich schon schön, wenn man hier jemand im Rat hätte, der da besser drauf ist. Wie können wir den jetzt beeinflussen? Schauen wir mal. Ja, wir erhalten auch nicht unbedingt jetzt so viel Geld im Moment. Dazu im Rat ist verstorben, eines natürlichen Todes im Alter von 59. Der Ratsmarschall, ja, wie oft wir jetzt schon den Ratsmarschall ausgewechselt haben. Schauen wir mal, haben wir denn hier? Ja, das hat man ja gesagt, die hat nur 9. Da haben wir 13. Ja, dann kommt wieder der Hauptmann rein. Hauptmann der Törichte. Dann ist hier schon mal gut. Den Wolfram können wir ja nicht rauswerfen. Weil der hatte irgendwie ein Druckmittel. Ein Ritter ist eingetroffen. Ja, der ist aber mittelmäßig, aber den holen wir uns für 10 Gold. Ja, eine Freiheitsfraktion. Da wird sich jetzt hoffentlich tatsächlich mal nichts tun. Gut, die ist allein. Oder er ist allein, der Jakusch mit seinen 6000 Leuten. Das ist natürlich viel zu schwach. Da gab es doch auch mal irgendwas,
ein Anspruch an, das noch zu fingieren. Was sollen Tum anbieten? Die Karte. Meine Spione teilten mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der Taverne sorgt. Ja, das kennen wir ja. Das erste macht er auf keinen Fall, weil er ja dann Anspannung bekommt. Und dieser Schwachkopf gehört in meinen Kerker. Bringt ihn zu mir. Ich kann seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Ja, das werden wir natürlich machen. Steht nur zur Verfügung, weil wir Sadist sind. Die Existenz des Komplotts an der Bertha ermorden wird aufgedeckt. Unsere Tochter. Ja, das kann man natürlich nicht, Akt der Tyrannei, weil sie jemand ermorden wollte, oder wie sehe ich das? Ja, aber weil sie unsere Tochter ist, werden wir natürlich da jetzt nicht irgendwie großartig einschreiten. Immerhin haben wir jetzt volle Mannstärke und hoffen dann mal, dass wir zumindest hier dann ganz schnell mal was erobern können. Ich glaube, er hat, wie gesagt, noch überhaupt nichts geschafft und dadurch lasse ich jetzt mal ein bisschen schneller laufen. Jetzt ein benachbarter Herrscher hat den Krieg verloren, der Enzio aus Polen. Die Grafschaft von Brene. Oh. Stellt euch vor, ich vernehme ein Gerücht und gehe in mich und endlich wird mir alles klar. Mein Gast, Peronell, ist versierter im Kunst der Intrige, als es den Anschein hat. Es macht mich doch ein wenig nervös zu wissen, dass da noch so jemand bei Hofe gibt. Allerdings könnte ich erheblichen Nutzen daraus ziehen, wenn ich sie dazu bringen kann, mir zu vertrauen. Ja, sie ist natürlich hier fit. Ein Gast. Können wir sie irgendwas, gut, den kann man jetzt nicht beeinflussen. Und was sagt sie? Es dauert viele Tage, doch endlich begegne ich Peronell zufällig, als sie gerade allein ist. Werte Peronell, ich wollte eigentlich, ihr kommt in einen Raum, in dem euer Ehepartner gerade einen jungen Pagen anschreit, weil dieser einen Teller fallen gelassen hat. Was tut ihr? Mochte sie mich auf die Probe stellen? Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, sie wissen zu lassen, dass wir einiges gemeinsam haben. Ja, natürlich wird der Page bestraft. Ich würde mitschreien. Ich würde beide bitten, der Page wird bestraft. Sie hält nachdenklich inne und fährt dann fort. Während eines Marsches in die Schlacht, gerade als ihr euer Lager aufschlagt, nähert ihr euch einen Offizier. Er fragt, wie mit einem Spion zu verfahren sei, der man ertappt hat. Ein Exempel statuieren. Ja. Wir statuieren ein Exempel, wenn ich es heute noch rausbringe. Sie nickt nachdenklich und beschreibt mir das nächste Szenario. Ihr trefft eine Entscheidung, sagen wir, dass alle Steuern in einer Grafschaft steigen sollen. Und euch kommt zu Ohren, dass einer eurer Vasallen eure Entscheidung offentlich in Frage stellt. Wie sieht eure Antwort darauf aus? Der ganze Hof von jedem einzelnen Fehler des Vasallen, ich würde versuchen, den Affront zu ignorieren. Ich würde ihn zur Rede stellen. Jetzt schauen wir mal, wie lange es hier noch weitergeht. Ihr Gesicht wird von einem erstaunlich freundlichen Lächeln erhellt. Ihr scheint mir sehr weise. Sie nickt mir höflich zu, bevor sie mit leisen Schritten den Gang hinuntergeht. Begleitet mich doch. Wir haben viel zu bereden. Peronell wird euer Mentor. Ja, ist es denn so? Und jetzt können wir gleich wieder einen neuen Vorzug freischalten, und zwar die Angststeuer, also Verschreckte zahlen mehr, Eingeschüchterte
und so weiter und so fort. Und wir bekommen dann auch mehr Aufgebot. Na gut, man sieht es jetzt nicht, aber ich schätze mal, da sieht man dann hier irgendwo was. Das ist jetzt unsere Rivalin. Man sieht ja nichts. Und ein Ritter ist da. Ein guter. Holen wir uns auch an den Hof. So. Jetzt müssen wir doch das dann bald mal haben. Ja, die Hälfte haben wir schon. Lösegeld fordern. Ja, er ist ja Verwandtschaft. Er ist Verwandtschaft, den holen wir raus. Das Abendmahl. Wie schmeckt euch der Eintopf? Zwischen den Gemüsestückchen schwimmen fette Brocken Fleisch, deren zähe Oberfläche gesprenkelt ist von etwas, das wie kurzes, schütteres Fell aussieht. Auf die Frage nach den Zutaten lächelt mein Leibkoch Ricardis nur beschwichtigen. Mir begehrt es nur euch aufzutischen. Ja, wenn's gut schmeckt, sagen wir einfach mal, er ist gierig, es schmeckt ihm gut und damit ist das Thema durch. Nicht die im Kerker. Alternativer Lesestoff. In einer staubigen Ecke der Bibliothek finde ich einen Folianten in Leder gebunden und mit seltsamen Symbolen verziert, der teilweise hinter anderen Büchern versteckt ist. Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Er ist alt, aber wurde offenbar noch vor kurzem verwendet. Als ich blättere, fällt mir schon bald auf, dass es um ungewöhnliches Wissen geht. Spannend. Ketzerei. Ja, es ist einfach spannend. So, jetzt haben wir das schon. Kümmert euch darum. Aufgabe erledigt. Nein, ich hatte jetzt versehentlich auf Stopp gedrückt für die Aufnahme. Aber jetzt ist es natürlich so, dass wir jetzt endlich mal Anspruch haben auf Monferrato. Wir werden natürlich hier sofort jetzt hingehen. Der hat nur 6000 Leute, zwar jetzt schon Verbündete, aber ganz, ganz wenig, ganz, ganz wenig. Und wir werden ja jetzt nicht mehr warten, keinen Tag mehr, sagt er sich, keinen Tag. Ich habe alles verloren, was ich jemals angefangen habe, und er schickt jetzt hier seinen Ratsmarschall los. Und sagt da, komm, wir gehen jetzt dahin und damit ist das Thema durch. Winter hin, Winter her. Von daher werden wir hier gleich mal schauen. Die Lagerer sind wie immer am weitesten weg. Können wir den Gast noch holen? Ach, das ist der, der so teuer war. Nee, den holen wir natürlich nicht. Sonst haben wir hier mal keinen. Oder ist hier irgendwo schon einer drin mit besonderen Eigenschaften? So, jetzt schauen wir mal. Sollte doch das alles relativ zügig gehen. Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen. Aber vielleicht hoffentlich doch. Ja.
Das ist schon mal sehr, sehr gut. Da freut er sich jetzt schon, als er dann die Nachricht hört, dass die Armee hier gesiegt hat. Da ist natürlich auch eine kleine Armee, aber sieht man ja, die brauchen ewig, um hier irgendwas mal zu belagern. Und derzeit sind wir hier dann locker durch. Das dauert natürlich hier schon lange. Wir können ja die vielleicht mal auch mithelfen. Jetzt zwar nicht viel bringen, weil hier haben wir die Bombarden drin, aber die gehen dann drauf. Sind hier gleich durch und so, Nitra haben wir jetzt. Jetzt schaue ich mal, was war denn jetzt das andere? Niedrige Gemeindekontrolle in Dresden. Was haben wir hier? Können wir ja zusammenfügen. Ah, und schon haben wir es. Das ist sehr schön. Das ist toll. Die Forderung erzwingen. Wir erhalten Monferrato. So sei es. Und alle auflösen. Jawohl, wie viel waren es denn da überhaupt? Naja, waren wir fast ebenbürtig. So, und jetzt ist es natürlich so. Jetzt wird hier ein Festmahl veranstaltet. Endlich sagt er sich, Mensch, das ist ja wirklich wunderbar. Wir haben hier einen Riesensieg, wird natürlich dann so verkauft, einen Riesensieg erreicht. Und ganz klar, dass er natürlich hier sich wahnsinnig freut und dann natürlich jetzt ein Festmahl gleich gestalten will. Festmahl, ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Ja, es müsste ja dann hier irgendwo sein. Genau, es sind auch einige da. Genau, alles ist eingetroffen, was Rang und Namen hat. Lassen wir natürlich gleich mal weiterlaufen. Dann werden wir mal sehen, was hier passiert. Festmahl unter meinem Dach. Ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass Gräfin Irmingard und Bürgermeisterin Paola möglichst weit getrennt. Doch jetzt gehen sie aufeinander los. Werfen wir die Paola raus? Oder halten wir die Irmingard fest? Mit welcher stehen wir besser? Oder halten wir die Irmingard fest? Weil die ist natürlich jetzt hier überhaupt nicht begeistert, aber... ist ja eigentlich uns völlig egal. Wir mussten uns für eine entscheiden. Beleidigen die Auseinandersetzung, nachdem gewaltige Mengen von Essen und Trinken verzehrt wurden, sehe ich, wie meine Rivalin und Vasallengräfin Irmingard gerade Lautstärke mit anderen unterhält. Ja, das ist ja genau die wieder. Und ihr, eure bloße Anwesenheit macht diesen Abend zu einer Qual. Ja, da. Ja, Kampfgeschick. Das Kampfgeschick sind wir ja nicht so gut. Und dann erhöht sich das wieder. Was wäre es dann? 42 haben wir. Ja, ich würde sagen, da hat die genug. Trotzdem ist halt dann mal jetzt ein bisschen Anspannung. Macht aber hoffentlich nichts. So, jetzt schauen wir mal. Als meine Gäste gehen. Na gut, als die, sogar die Kaiserin. Die ist natürlich wütend. Also, weil sie wütend ist. Ne? Aber ganz gefühllos. Jo, naja, gut, aber natürlich, jetzt bekommt ja jeder 20 Meinungen. Auch natürlich die Gemahlin.
Jetzt haben wir, wie gesagt, endlich mal unser Festmahl gemacht zum Feiern, weil wir hier, wo war es schnell wieder, ich muss mal das hier kurz nach unten ziehen. Nicht Verona. Das hat man hier erhalten, aber war schon, ja, das war Lombardei. Schauen wir noch mal kurz, weil es müsste ja dann auch da mit dabei sein. Ja, ich sehe es jetzt nicht, macht aber nichts. Machen wir nichts. Lass was mal gut sein. Machen wir erstmal das, was aktuell hier ansteht. Als ich den örtlichen Markt besuche, fällt mir eine Händlerin aus dem fernen, also einem fernen Land und sage, kommt näher, kommt doch näher. Ja, da kann man sagen, sie wird mir nur erzählen, was sie weiß, weil die anderen zwei wäre wieder Anspannung. Und ja, von daher sage ich jetzt mal, es ist schon wieder Ende der Folge. Die Zeit rast einfach, es geht so schnell hier, Schlag auf Schlag. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und hier sieht man es ja, als er die Augen aufschlägt, beobachtet mich jemand, seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen? Ich richte mich auf und bin mit einem Mal hellwach, ich blicke nach der Quelle der Fremde, es ist nichts da, der gehörnte Gott bietet euch einen Segen an, öffnet euch ihm. Ja, das werden wir das nächste Mal sehen, ob wir das machen. Ich freue mich drauf, wie gesagt, bis dann, tschüss.